Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Glas Dando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Simulator 2. Heute liefern wir mal Dosen Rindfleisch nach Groningen, also in die Niederlande. Ich, also zur Info, ich wohne relativ nah an der Niederlande, deswegen machen wir das halt einfach mal. So, let's go. Dieses Auge ist maximal scheiße. So, auf. Jetzt ein bescheuertes etwas hier schon wieder. Ja. Los geht's. So. Weiß gar nicht, ist das jetzt ein neuer Schnell... Ist kein Schnellauftrag, ne? Ist ein Auftrag... Ich fahre jetzt gerade mit meinem persönlichen LKW hier raus. Biege nach rechts ab. Ich finde irgendwie diese Aufträge meine ich, ist geiler. Demnächst links abbiegen. Anstatt mit... Links abbiegen, dann rechts halten. Briten. Na komm, ich fahre einfach. Ah, doch jetzt. So... rechts halten. Mann, diese Kurven. Ne? Immer wenn ich in die Kurven fahre, leckt es. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, ich biege doch schon rechts ab, Mensch. Biege nach rechts ab. Weil ich muss mir auf jeden Fall ein neues Lenkrad kaufen. Das steht auf jeden Fall fest. Aber erstmal habe ich mir jetzt eine neue Konsole geholt. Ich bezahle die jetzt einmal ab und dann... Biege nach links ab. Hole ich mir tatsächlich entweder einen 4K-Fernseher, weil. Biege nach links ab. Ich habe halt noch keinen 4K-Fernseher. Ich habe nur 4K-Monitore. Ja. Mal gucken, ne? So. Müssen wir hier geradeaus weiter oder was? Scheinbar. Diese Vibration von diesem Lenkrad, ne? Erkennt. Also das vibriert halt immer an. Ey, jetzt habe ich 8% Schaden. So, Aufträge. Dosenrindfleisch Auftrag annehmen. Ab in den Niederlande. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die Kacke hier ist. Ah, ich sehe sie doch schon. Da ist sie. Fahren wir doch hier einfach mal kurz weiter. In Hamburg sind wir, wo ich wohnen will. So, jetzt muss ich mal hier kurz ein bisschen fahren, so. Und jetzt hier einmal schön andocken. Zack, und einmal gerade rein. Bam. Fertig zum Losfahren. Und let's go. Wie groß sind wir jetzt? Wie lang? Ja, ist geil. Aber ich liebe das, wenn man so groß ist mit diesem LKW. Weil wenn du die Kurven fährst, musst du immer so eine riesen Bogen nehmen. Das ist schon geil. Eigentlich habe ich Bock, auch so einen Führerschein zu machen. Der Führerschein ist ja irgendwie CE, glaube ich, ne? Aber ja. So. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ich bieg schon rechts ab. Vorfahrt gewähren. Sieht so aus, ich fahre hier einfach drüber. Und dann rechts abbiegen. Ich muss erstmal hier so einen riesen Bogen nehmen, tatsächlich. Um überhaupt hier rumzukommen. Biege nach rechts ab. Ja, es ist tatsächlich grün. So. Bam, 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 bam. Ah, ich hab's mir doch anders überlegt. Ich bleib doch links. Weil die rote Ampel, die sehe ich gar nicht. Guck, es ist sogar grün geworden. Einfach nur, weil ich gekommen bin. Ach, hier ist wieder diese Brücke, ne? Stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie heißt diese Brücke nochmal. Absolut den Namen vergessen von dieser Brücke. Ach, Scheibenkleister. Egal. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Also an alle, die da wohnen, die wissen doch, was ich hier meine. Aktuell wohne ich ja in einem Dorf, ne? Also ich wohne nicht in der Stadt. Obwohl das eigentlich irgendwie auch Stadt heißt, aber gut. Weiß ich ja nicht, ne, warum. Absolut. Keine Ahnung. So. Jetzt werden wir schneller. Diese Augen, die tränen einfach. So. Und oh, diese Vibration, ne? Er erkennt, hier vibriert gar nichts und der vibriert trotzdem. Also, ich glaube, ihr versteht nicht, was ich meine, aber egal. So. So, dann einmal hier rum. Geht das mit dem? Jo. Hat wunderbar geklappt. Wenn es jetzt rot wird, ich fahr trotzdem drüber. Ich muss tatsächlich auf die zweite Spur, weil sonst komme ich nicht um die Kurve rum. So. Geil, geil, geil. Ja, ich fahre geradeaus. Wir sind auch nicht mal ansatzweise auf der Autobahn. Ach doch, jetzt. Ich rede gerade davon, jetzt sind wir auf der Autobahn. So, let's go. Wobei das, glaube ich, gerade nur eine Schnellstraße ist. Ich glaube, jetzt kommt erst die Autobahn. Das ist nicht mal eine Schnellstraße. Ich darf hier auch nur 50 fahren. Oh. Ja, ist doch nicht schlimm. Biege nach links ab. Ja, ja, das mache ich. So. Okay, let's go. Jetzt aber. Ah. So. Wir müssen, glaube ich, hier sogar bleiben, weil wir wieder rechts raus müssen. Das ist doch geil. Freut ihr eigentlich euch schon auf GTA 6? Also ich muss ja sagen, ich denke, das wird geil. Auf jeden Fall die Grafik und sowas wird geiler. Vor allem gibt es ja auch zwei neue Charaktere. Also, was heißt eine neue Story, sag ich mal so. Man hat ja sonst immer dieselbe Story 10 Jahre lang gespielt, ne? Aber gut. Ich hab Bock auf GTA 6. Also ich hol mir das wahrscheinlich auch direkt, wenn es rauskommt. Wird's gesuchtet. Gibt's ja eh erstmal nur für die Konsolen. Also praktisch für die PS5 und die Xbox Series X und S. Gibt's ja GTA 6 nur. Und dann kommt's ein Jahr und später, glaube ich, für die PC. Genau. Ist ja irgendwie immer so tatsächlich. Ja. Genau. Ich habe auf jeden Fall Bock. Geil ist, man kann hier, wenn man Euro Truck Simulator spielt, ein bisschen chillen und einfach mal reden. Also ich vielleicht mache ich Chat auch so ein Videos über GTA selbst. Weil ich übertrage das dann praktisch einfach. Dann lade ich das auf der Konsole runter. Ich hoffe mal, dass das nicht so viel Speicherplatz braucht. Weil dann, ja gut. Wobei, ich habe ja mir jetzt die Series X geholt. Weil ich wollte generell mal upgraden hier, weil ich habe jetzt ganz, also ich habe noch die von 2018, glaube ich. Kommt die auch von 2018? Ich glaube schon. Die Xbox One S, ne? Und die habe ich ja jetzt nicht mehr. Denn jetzt habe ich die Series X, also die ganz neueste habe ich mir jetzt gekauft. Und ja. Ist eigentlich ganz geil, ne? Ist halt wie so ein PC-Tower.
Aber ist schon geil. Auf jeden Fall ist die geil. So. Perfekt. Aber was ist hier schon wieder passiert? Nein, ich fahre hier geradeaus weiter. So, hat sich der Lack. Perfekt. Guck, denn dieser Autofahrer da fährt auch einfach weiter. So. Und noch 164 Kilometer, dann sind wir auch am Reiseziel angekommen. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was ich mir als nächstes kaufen will, tatsächlich. Weil ich bin, jetzt habe ich die Series X. Entweder hole ich mir dann, wie heißt es, ein 4K-Fernseher. Oder ich hole mir dann, was hole ich mir dann? Oder das Lenkrad, genau, das Lenkrad. Wollte ich mir ja dann holen, ne? Ja, keine Ahnung. Entweder hole ich mir das Lenkrad oder 4K-Fernseher. Wobei ein 4K-Fernseher brauche ich ja nicht unbedingt. Dieses Lenkrad ist halt einfach nur nervig. Und ja. Mal gucken. Mal gucken. Wer weiß, ne? So. Zack. Irgendwie überholen, ja, kann er gerne machen. So. Zack, zack, zack. So, noch 120 Kilometer ungefähr. Sind wir auch mal endlich da. Da muss ich jetzt hier gleich rechts rein, dann wollte ich gar nicht überholen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Mal schon mal vom Gas runtergehen. Nimm die Ausfahrt rechts. Die nehme ich doch. Oder fahren die jetzt hier ernsthaft 40 runter? Junge. Fahren jetzt hier ernsthaft 40 runter. So, jetzt fahre ich schneller. Ist wieder 80. Guck mal, jetzt brauche ich wieder mit der Beschleunigung wieder länger, weil die blöd sind, mal etwas schneller zu fahren. Naja. Egal. Noch 96 Kilometer und dann sind wir auch endlich am Ziel angekommen. Warum gibt er jetzt kein Gas? Mensch, bin wieder so lahm wie so eine Ente, ey. Ja komm, jetzt kann ich beschleunigen. Let's go. Rein da. So, biegen wir hier mal links rein. So, jetzt werde ich schneller, das ist doch geil. So, wir machen mal Fernlicht aus tatsächlich. Nichts passiert. So. Alles gut, ist doch gar nichts passiert hier. So, wir fahren jetzt in den Tunnel.
Tunnel finde ich auch ganz geil, ne? So, mein Auge tut schon wieder mehr weh als Dings, deswegen kann ich hier, konnte ich gerade nicht fahren, so. Ah, schade, schon zu Ende. Ey, sag mal. 120 darf ich noch fahren? Das tue ich doch auch. Ich fahre 110. Ist akzeptabel, ne? Also ich fahre eigentlich 20 Kilometer zu schnell. Naja, sogar fast 30 eigentlich. Aber das sieht doch keiner. Die Polizei, die ist auch nicht hier. Das heißt, ich kann hier easy fahren. So. Zack. Machen wir hier mal rechts rein jetzt. 30 Kilometer noch. Wir sind jetzt auf der A7. Aha. Geil, geil, geil. So, dieses Video hier wird schon wieder lange, sehe ich. Ne? Also schon 20 Minuten. 20 Minuten. 16 Minuten, meine ich. So, einmal wieder überholen. 17 Kilometer noch. Dann haben wir es endlich geschafft. Du grüner LKW-Fahrer da. Gibt es eigentlich schon elektrische LKWs? Also E-LKWs? Gibt ja nur E-Autos, ne? Ist auch E-LKWs? Das frage ich mich ja gerade. Boah, jo. 130 in die Kurve. Ja. Hat alles funktioniert. Was für Aufliegerschaden? Hier ist doch gar nichts passiert, Junge. Fahren Sie mal schneller. Schneller hier, ich muss hier mal ran. So. Ey, hör auf zu blinken. Bitte rechts halten. Ja, ich bin doch schon hier. Wie soll ich denn da reinfahren, Junge? Endlich, wir sind da. Ich will hier nie reinfahren. Hä, warum denn absatteln? Okay, wir fahren. Nee, nicht absatteln. Ah, so. Ich bin heute sehr eilig unterwegs. Fortfahren. Ja, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, also euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.